Es hieß wörtlich, jeden Widerstand mit jedem Mittel zu brechen. Какими методами? Какими средствами должно было подавляться это сопротивление? Какими средствами должно было подавляться это сопротивление? Das wurde in der damaligen Vereinbarung weder erwähnt noch besprochen. Но вам известно, какими средствами осуществлялось это подавление? Ich habe später gehört, dass durch die Härte des Kampfes die Mittel auch sehr hart gewählt wurden. Ich weiß das aber nur von Hörensagen. А точнее, что это значит? Dass im Partisanenkampf und in der Begegnung der Zivilbevölkerung zahlreiche Erschießungen vorgenommen worden sind. В том числе и детей. Das habe ich nicht gehört. Не слышали. Нет. Thank you, that'll do. Since your lordship was good enough to ask me if I wanted to put any questions, I've had some further information. I should be very grateful to the tribunal if you would allow me to ask one or two questions. Would you direct your mind to a conversation between the defendant Kaltenbrunner, Gruppenführer Neber and Gruppenführer Möller in the spring of 1944 in Berlin at Wilhelmstrasse 102? Yeah. With what was that conversation concerned? Dieses Gespräch, was ich ohne selbst Gesprächsteilnehmer zu sein flüchtig erfassen konnte, beschäftigte sich mit der nachträglichen Abdeckung von ungefähr 50 erschossenen englischen und amerikanischen amerikanischen Kriegsgefangenen. Das Gespräch im Einzelnen erinnere ich mich so, dass offenbar eine Anfrage des Internationalen Roten Kreuzes als Nachfrage über den Verbleib von 50 englischen und amerikanischen Kriegsgefangenen Nachfrage gehalten wurde. Diese Anfrage des Internationalen Roten Kreuzes war offenbar über das Auswärtige Amt dem Chef der Sicherheitspolizei eines SD zugeleitet worden. Ich konnte aus den Gesprächen
Was it already in the form of a protest against the shooting of prisoners of war? Ich glaube, es war bereits eine Protestform. Denn aus den Gesprächsfetzen konnte ich entnehmen, dass man sich darüber unterhielt, in welcher Form man die Erschießung dieser Kriegsgefangenen, die ja bereits stattgefunden hatte, kaschieren und abdecken wollte. What? To be explained, yes.